Da seid ihr. Mahlzeit. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr mit Haushaltsgegenständen so eine schöne Fackel hier bauen könnt, die auch noch sehr, sehr lange und hell brennt, wie ihr seht, dann bleibt dran. Bis gleich. Kommen wir zur Herstellung. Was benutze ich dafür? Einmal ein dünnes Stöckchen. Ich sag mal, ich benutze Stöcke, die nicht dicker sind als mein kleiner Finger, damit die auch noch schön abbrennen. Trocken sollte er natürlich auch sein. Ein bisschen Naturschnur, um das Ganze dann später zu umwickeln. Ihr könnt auch zum Beispiel Draht hernehmen oder irgendeine andere Schnur. Da nehme ich jetzt hier in dem Fall als Trägermaterial ein altes T-Shirt von mir. Und natürlich Brennstoff, Paraffin hier, also Kerzenwachs. Und natürlich eine Hitzequelle. Legen wir los. Während das Wachs jetzt hier schmilzt, nehme ich schon mal das T-Shirt, lege es ein bisschen zusammen. So, gucke ich mal die Länge vom Stock. Ja, ein bisschen breiter kann ich es schon nehmen. Wickel das jetzt hier auf. Beim T-Shirt ist am besten darauf zu achten, dass es aus Baumwolle ist und nicht aus Kunststoff, weil das stinkt dann doch sehr unangenehm, sage ich mal, wenn dann der Kunststoff verbrennt. So, ein bisschen umwickeln. Jetzt nehme ich die Schnur, knote das ein bisschen da drum. Kommen wir zum nächsten Schritt. Als nächstes habe ich mir jetzt hier ein altes Behältnis genommen. Ihr könnt euch zum Beispiel auch einen Karton nehmen oder so, es geht auch, aber der Karton würde halt dann wieder das Ganze aufsaugen oder irgendeine Plastikschale oder so. Jetzt nehme ich hier das geschmolzene Wachs, kippe das ganz langsam hier drauf, dass sich der Stoff vollsaugen kann. So. Wenn ich jetzt nicht alles erwischt haben sollte, dann nehme ich dann einfach nochmal den Wachs daraus, schmelze den nochmal ein bisschen auf und kippe den wieder drüber, bis ich der Meinung bin, dass sich der Stoff gut genug gesättigt hat. So. Das Ding eigentlich schon fertig. Jetzt lasse ich das Ganze noch hart werden und dann ist das gut. Dann kann man das schon anzünden. Jetzt könnte man noch hier unten einen Karton nehmen. So. Ein Stück Karton. Ich mache da einfach hier ein Loch rein. Steckt er da durch und dann habt ihr auch noch einen Tropfschutz. Ganz einfach und schnell. So, würde ich sagen, atomfreien Abend noch und ich wünsche euch dann viel Spaß beim Nachmachen. Servus.